Die Bengler waren eine Adelsgesellschaft hessischen und westfälischen Adels. Geschichte. Die Bengler wirkten Ende des 14. Jahrhunderts und sind benannt nach ihrem Gesellschaftszeichen, das einen Bengel darstellt. Die Ritter der Bengler Gesellschaft sollen ein goldenes und die Knappen ein silbernes Zeichen getragen haben. Wahrscheinlich an einer Kette vor der Brust, wie es bei anderen Gesellschaften üblich war. Der Bund wurde von Konrad Spiegel zum Desenberg, Friedrich vom alten Haus Pattberg, Friedrich III., von Hertingshausen und 26 anderen Mitgliedern am 29. September 1391 gegründet, nachdem die Falkengesellschaft aufgelöst worden war. Die Gründung der Bengler ging auf die Initiative des mainzischen Landvogtes Konrad Spiegel zum Desenberg zurück. Der damit vermutlich Unterstützung für die Auseinandersetzung zwischen dem Erzstift Mainz und der Landgrafschaft Hessen organisieren wollte. Folgerichtig nahm der Mainzer Erzbischof Konrad II. von Weinsberg die Bengler unmittelbar nach ihrer Gründung in seinen Schutz und verbündete sich am 5. November mit ihnen. Der Bund wurde für die Dauer von drei Jahren gegründet. Die Bengler kämpften vor allem gegen Bischof Ruprecht von Berg von Paderborn. 1391 wurde Friedrich von Padberg mit 48 Mann gefangen, jedoch gegen Lösegeld wieder freigelassen. Dem folgte eine Ausweitung der Fehde, in deren Verlauf die Gegend um Padberg vom Paderborner Bischof vollständig verwüstet wurde. Das Wirken der Bengler ist einzuordnen in größere politische Zusammenhänge der Zeit. Bei seinen Raubzügen durch das Paderborner Land in 1394 fand Friedrich von Pattberg auch Unterstützung von Graf Dietrich von der Mark. Zerschlagen wurden die Rebellen erst 1396 durch den Paderborner Fürstbischof Johanni von Hoja und dessen Bruder Otto IV., dem Fürstbischof von Münster. Die 29 Mitglieder Konrad Spiegel zum Desenberg, Führer der Bengler, Mainzischer Landvogt Heinrich von URFF Röhrig von Eisenbach. Simon von Haune. Berthold von Löwenstein-Westerburg. Heinrich Spiegel. Friedrich vom Alten Haus Pattberg D. E. und seine Söhne. Friedrich vom Alten Haus Pattberg D. J. Johann vom Alten Haus Pattberg. Friedrich III. von Hertingshausen. Hans von Falkenberg. Konrad Kunzmann von Falkenberg. Simon II. von Wallenstein. Johann III. von Eisenbach. Röhrig II von Eisenbach, Johann von Falkenberg zur Densburg, Werner von Falkenberg zur Densburg, Gottfried von Löwenstein-Gen, Schweinsberg, Werner von Löwenstein-Westerburg, Gottfried von Löwenstein, Guntram von URFF, Konrad von URFF, Bodo von Adelhebsen, Johann von der Malzburg, Bernhard von Dahlwicht D E, Thiele Wolf von Gutenberg zu Itter. Rabe von Kannstein, Otto von Holzhausen, Hermann von Holzhausen, Ottos Bruder, Giso von Bimbach.